Herzlich willkommen, Benedikt Held von der Redefabrik hier und tschüss, liebes Bücherregal. Für mich geht's nämlich jetzt nach Wien. Ich nehme euch mit zu einem Seminar und bin schon sehr gespannt. Mal sehen, was uns dort erwarten wird. In Wien angekommen. Heute ist der Abend vor dem Seminar und ich bereite mich auf solche längeren Seminare immer mit drei Schritten vor. Erster Schritt, informieren. Heißt, ich war gerade eben auf dem Hotelzimmer, habe mir nochmal die Seminarunterlagen angeschaut und auch wenn ein gutes Seminar einen dann natürlich immer überrascht, glaube ich, dass es jetzt weniger so ein einsteigiger Seminar, wie werde ich glücklich und erfüllt und erfolgreich wird, sondern durchaus auch auf die Metaebene der Kommunikation geht, wo man sich anschauen kann, wie oder welche Programme haben andere Menschen, wie kann ich sie besser einschätzen und dann meinen Kommunikationsstil aber wiederum auch an ihre Programme anpassen, sodass ich sie besser quasi erreichen kann. Das könnte sehr spannend werden für im Endeffekt alles, was ich mache. Und zusätzlich wird es wahrscheinlich um Aspekte gehen wie Glaubenssätze, Werte und auch exzellente Strategien und wie kann ich diese für mich nutzen. Heißt, das wird sehr spannend. So wie ich das sehe, wird es wie gesagt eher so auf einer fortgeschrittenen Metaebene werden, das Seminar. Und dann, zweiter Schritt ist für mich immer Intention setzen. Heißt, okay, Information, darum geht es auf dem Seminar. Da möchte ich aber auch für mich eine Intention setzen und meinem Unbewussten schon mal so einen Wink geben. Wie kann ich die beste Version meiner selbst auf dem Seminar werden? Welche Version möchte ich werden? Und wie kann ich auch von meiner Einstellung intentional, also wirklich beabsichtigt, das meiste mitnehmen? Und in welchen Bereichen meines professionellen oder privaten Lebens möchte ich besonders aufgrund der Informationen, die ich ja im ersten Moment schon gesehen habe, vielleicht was mitnehmen. Und das habe ich jetzt auch schon gemacht. Und dann ist aber der dritte Schritt, und das wird es dann ab morgen geben, auch ein ganz wichtiger, und zwar sich einfach auf das Seminar einlassen. Heißt, egal was im zweiten Schritt der Fall war, ich möchte da nicht mit irgendeiner Checkliste hingehen und sagen, so, das möchte ich jetzt genauso abarbeiten, sondern im Gegenteil alles vergessen, was davor war und sagen, okay, mein Unbewusstes weiß, worauf es achten darf. Bewusst werde ich mich jetzt aber auch einfach nur darauf einstellen, viel Spaß zu haben und das Seminar bestmöglich zu genießen, natürlich viel mitzunehmen. Aber das sind so die drei Schritte, die ich immer nutze. Morgen geht es dann auch direkt los. Am Abend des ersten Tages bin ich im Hotel, der erste Seminartag ist rum. Es hat wirklich viel Spaß gemacht und ich freue mich auf die kommenden 8 Tage. Ist eine coole Gruppe und vor allem, es ist so ein spannendes Umfeld, einfach in eine Gruppe zu kommen mit vielen Menschen, die einfach an sich selbst arbeiten. Und das ist sehr inspirierend für die eigene Persönlichkeitsentwicklung, einfach ein perfektes Umfeld. Und die Haupterkenntnis des Tages ist für mich auf jeden Fall, du brauchst keinen Persönlichkeitstest, um andere irgendwie einschätzen zu können, sondern das wird alles schon in der ganz alltäglichen Kommunikation offensichtlich, wenn du gut darauf hören kannst. Beispielsweise, wir sind entweder davon motiviert, weil wir etwas Negatives vermeiden wollen oder etwas Positives anstreben wollen. Und egal, ob im Beruf, ob im privaten Leben, das sind nun mal Strategien, wie wir uns motivieren. Beispielsweise, du fragst eine andere Person, hey, wie sieht es denn bei dir aus mit dem Beruf? Da willst du dich irgendwie verändern. Was willst du denn da in Zukunft haben? Entweder die Person sagt dann sowas wie, ja, ich will nicht mehr mit so nervigen Kollegen zusammen sein und die ganze Zeit gestresst sein. Oder die andere Person sagt vielleicht, ja, ich möchte neue Leute kennenlernen und möchte viel entspannter mit denen zusammenarbeiten können. Eigentlich die gleiche inhaltliche Sache, nur einmal weg von etwas Negativem, nervige Kollegen und Stress, oder hin zu etwas Positivem, spannende neue Kollegen und etwas mehr Entspannung. Und das kannst du schon in der Alltagskommunikation herausfinden. Und das finde ich super spannend, denn welche Information wird denn einer Person, die dieses oder dieses Prinzip eher hat, welche wird ihr denn eher besser munden, sage ich mal, oder besser passen? Wenn du dann sagst, hey, lass uns doch ins Kino gehen, wird sicher ein spannender Film mit ganz viel Action, oder da werden wir keinen so langweiligen Abend haben und dann hier irgendwie langweilig rumliegen. Weg von, hinzu. Schau mal, ob du das in einem Gespräch in deinem Alltag schon ganz nebenbei raushören kannst. Finde ich super spannend. Guten Morgen, heute ist der dritte Tag. Ich bin schon gespannt, was heute kommen wird. Und gestern am zweiten Tag war für mich der bisher wohl tiefste Trance-Prozess. Und zwar habe ich mich gefühlt, ich stand dort, teilweise mit offenen Augen, teilweise mit geschlossenen Augen, habe immer nur nach vorne geschaut und war in so einer tiefen Trance, dass ich mich einfach gefühlt habe wie in einem Bett, das warm ist, wo ich mich unglaublich wohl fühle. Und wirklich, ich hätte da eine Viertelstunde einfach
stehen gelassen werden können und es wäre trotzdem super angenehm gewesen. Haupterkenntnis für mich, und das kannst du auch für dich mitnehmen, in jedem Moment deines Lebens beeinflusst du durch die Art und Weise, wie du mit anderen Leuten umgehst, wie du sprichst, wie du denkst, wie du handelst, andere Leute. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die an sich klar ist, aber den wenigsten wirklich bewusst ist. Und deswegen ist es spannend, vielleicht auch für dich, mal zu überlegen. Nimm dir mal eine vergangene Situation, die relativ stark vielleicht für dich war, positiv wie negativ, und versuch mal, in eine andere Person hineinzuschlüpfen und spüre, wie du die andere Person in dem Moment beeinflusst hast und wie du dadurch in jeder anderen Situation deines Lebens auch die Leute in deinem Leben beeinflusst. Und überleg dir mal, wie du das vielleicht zu einem neuen Kompass werden lassen kannst, durch die Art und Weise, wie du sprichst, wie du denkst, wie du handelst, sowohl dich selbst als auch andere Leute Positives mitzugeben. Ich bin gespannt, was heute am dritten Tag kommt. Haupterkenntnis des gestrigen Tages ist auf jeden Fall nochmal das vom ersten Tag verstärkt. Und zwar die Art und Weise, wie jemand die Welt um sich herum beschreibt. Also welche Situationen er immer wieder in der Schule hat oder in der Uni oder bei der Arbeit oder im privaten Umfeld, sagt weniger über die Realität um ihn herum aus, als über ihn und seine Muster. Sowohl natürlich erstens, überleg mal, vielleicht für eine andere Person, die du kennst, in welchen Situationen ist die Person immer wieder? Welchen Beruf hat die Person? Und wie kannst du vielleicht von diesen Dingen auf seine oder ihre Persönlichkeitsstruktur schließen? Heißt die tatsächlich getroffenen Entscheidungen. Und dann aber auch in der Art und Weise, wie diese Person darüber berichtet. Also nicht nur, worüber sie berichtet, das was, sondern auch, wie sie darüber berichtet. Daran kannst du auch schon vieles sehen. Ist die Person eher auf Details oder eher auf größere Zusammenhänge fokussiert? Ist die Person eher, wie am ersten Tag schon gesagt, weg vom Negativen oder hin zu Positiven? Ist die Person eher intern, also wie sie sich selbst fühlt, wie sie es wahrgenommen hat, wie ihr inneres Bauchgefühl, sag ich mal, ist, oder eher extern, was andere Leute gesagt haben, wie andere Leute die Situation gesehen haben oder generell, worauf ist der Fokus, außen oder eher innen? Und das Spannende ist, mach das mal für irgendein Gespräch, das du heute führst. Ich empfehle es dir sehr und nicht unbedingt jetzt genaue Programme irgendwie herausfinden zu können, sondern einfach zu sehen, welche Glaubenssätze sind da, welche Werte sind da. Wie gesagt, achtet die Person eher auf Details oder eher auf größere Zusammenhänge. Und versuch mal wirklich heute in einem Gespräch bewusst darauf zu achten. Das ist nicht bei einer komplett fremden Person, da solltest du eher auf die Inhalte auch achten und natürlich auch im sonstigen Alltag. Aber einfach mal heute für dich als Training herauszufinden, welche Programme, welche Werte, welche Glaubenssätze, vielleicht auch welche Metaphern die andere Person verwendet, nutzt das einfach mal, diese kleine Übung, um das mal auszutesten. Und jetzt ein kleines Experiment, mal sehen, was bei rauskommt. Auch du kannst mich innerhalb dieses Videos analysieren. Also spring mal zurück in diesem Video und versuch mal herauszufinden, welche Glaubenssätze, welche Werte und auch welche Programme ich hier habe. Also berichte ich eher über Details, eher über größere Zusammenhänge. Internaler, externaler Fokus und diese ganzen anderen Dinge. Mach das mal und schreib es mir unten in die Kommentare. Ich freue mich sehr darüber, mal zu sehen, was anhand dieses Videos, weil ihr wisst ja nicht, wie das Seminar war. Und ich sage hier weniger über das Seminar aus, als über meine Wahrnehmung des Seminars und damit meine Programme. Nutz das für dich, mach es bei einem anderen Gespräch und für dieses Video. Und schreib mir gerne unten in die Kommentare deine Analyse rein. Ich freue mich sehr, die alle zu lesen. Wünsche dir einen schönen Tag. Während das Video gerade läuft, bin ich auch noch auf dem Seminar. Heißt, vielleicht wird nochmal was kommen. Wünsche dir viel Spaß und viel kommunikativen Erfolg mit der Aufgabe.